Hallo, meine liebevollen Seelen. Ich freue mich so sehr, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ja, heute ist Freitag. Freitag ist ein ganz toller Tag, weil auf ins Wochenende. Aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, jeder Tag ist was ganz Besonderes und jeder Tag ist wunderschön, wenn du ihn wunderschön sein lässt und das Wunderschöne draus machst für dich. Na? Ja, meine Lieben, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und ihr seid wirklich alle wundervoll, auch für all die wunderschönen, lieben Kommentare, für all euer Feedback. Also ich bin so sehr begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Und es haben auch einige geschrieben, was ich auch so schön gefunden habe. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber Treffen finden jetzt sogar am Wochenende auch schon statt. Und da hat sich was getan. Und wo ich mir denke, wow, ganz, ganz, ganz toll, ne? Oder neuer Arbeitsvertrag ist gekommen und ja, dass der neue Arbeitsvertrag jetzt dann auch schon ja jetzt dann da ist, die neue Arbeitsstelle, wo ich mir denke, super klasse, vielen, vielen Dank, dass ihr uns alle daran teilhaben lasst. Wir sind ja hier eine große Familie, ne? Ihr seid der größte Bestandteil hier von dem Kanal und danke, dass ihr mir, dem Kanal, so einen großen Halt gebt und danke für eure Treue, ihr Lieben. Ja, wir haben Freitag und Freitag machen wir ja immer die Legung, was möchte dir dein Gegenüber sagen? Und ihr wisst ja, Legung fürs Kollektiv, wir greifen die Energie, die jetzt gezeigt werden möchte. Und Kollektivlegung sind die Personenkarten geschlechterneutral. Ihr wisst es ja und auch, es kann nicht für jeden zutreffen. Aber ich sage so gerne immer wieder dazu, pickt euch einfach das ein oder andere raus. Und wenn es sind bestimmt der ein oder andere Hinweis, das mit dabei ist. Ne? Und jetzt habe ich ein Durcheinander hier mit meinem Satz gebracht, habe ich gemerkt. Aber ja, ihr wisst, was ich gemeint habe. Ja, das ist dein Gegenüber. Also wenn du als Mann so siehst, ist das dein Gegenüber, dein Wunschpartner, dein Partner, je nachdem. Wir schauen, was uns das Überraschungspaket jetzt hier zu sagen hat bei dieser Legung, ne? Wen es ja alles betrifft. Also auf jeden Fall dein Gegenüber, dein Wunschpartner und auch dein Partner, wenn es da vielleicht so ein paar Sachen gibt. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt hier mal rein. Und achtet hier nicht auf die Personenkarte, sondern wie gesagt, euer Gegenüber. Gut, meine Lieben, dann fangen wir mal an. Hey, was möchte dein Wunschpartner, dein Gegenüber dir sagen? Es ist ja, manche Menschen sind ja immer so ein ganz großes Fragezeichen auch und man rätselt hin und her und sagt, ja, wie jetzt? Wie bin ich da jetzt dran? Und was möchte er oder sie mir denn sagen? Und man wartet auf Hinweise, man wartet einfach auf Zeichen. Auf Zeichen. Und dann ist ein Zeichen und man denkt sich, nein, ist es einfach ein Hirngespinst von mir oder ist es was wirklich ein Zeichen? Soll es so sein? Ja, meine Lieben, da bekomme ich auch in den persönlichen Readings immer ganz, ganz oft mit und man kann es manchmal selbst, ich kenne dasselbe ja auch, ne? Also ich habe es euch ja schon mal gesagt, ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben schon erlebt und man kann da eigentlich, glaube ich, so ziemlich überall mitreden. Also nicht überall, aber schon so. Viel. Ja, jetzt schauen wir da einfach mal, was möchte dein Gegenüber dir sagen? Ja, die Hinweise. Man schaut genau hin, man hört genau hin und da ist was und denkt man sich, nein, ich bilde mir das jetzt ein. Ja, aber ihr wisst ja auch, ihr könnt mir jederzeit mir bitte eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht über WhatsApp und dann antworte ich ja natürlich auch immer zeitnah, so weit wie es geht und ihr bekommt immer eine Antwort von mir und dann finden wir auch das passende für, also das für dich passende Reading und gehen der Sache dann immer auf den Grund. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir brauchen auf jeden Fall was noch zur Klärung. Und zwar hier, was hat es hier mit der Unehrlichkeit zu tun? Dann hätte ich gern noch hier auf das, auf den Schreck. Okay. Ach, na, wenn das mal nicht wunderschön ist. Dann schauen wir, was wir hier noch dazu bekommen. Ihr wisst ja, ich lege normalerweise nicht auf das Glück, aber es ist auch immer so diesen Impuls, den ich dann auch bekomme.
Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Ergänzung. Und dann schauen wir mal. Dann hätte ich gern noch auf die. Gut. Und hier, da möchte ich jetzt unbedingt noch eine Karte. Was hat es hier mit der Verbindung zu tun? Ach, da schau an. Okay. So, meine Lieben, wir haben das Bild komplett. Also. Was möchte dein Wunschpartner dir sagen? Hier, er oder sie ist hin und her gerissen, ne? Also hier ist, sehe ich ganz stark so das Misstrauen. Also er ist jetzt hier in den Wandel gekommen. Also ich kann es euch jetzt gleich schon mal wieder sagen. Hier ist auf jeden Fall ein Bereich, ja, dein Wunschpartner hat ja einen großen Wandel. Na, es ist wie eine Transformation, also ein kompletter Wandel, also wie so ein Neubeginn, den ich hier komplett habe bei deinem Gegenüber. Dein Gegenüber sehe ich hier auch einen sehr zurückhaltenden Menschen und auch, ja, misstrauisch. Misstrauisch und dein Gegenüber ist jetzt misstrauisch geworden, hier was andere sagen, was er oder sie von anderen eben auch hört. Na? Und wenn dein Wunschpartner hier auch noch in einer Beziehung ist, aber es sieht mir nicht nach einer festen Beziehung mehr aus, weil hier das Ende hier komplett mit dabei liegt. Na? Also hier ist was für ihn abgeschlossen. Das ist beendet, das ist erledigt. Und misstrauisch jetzt hier, weil dein Gegenüber sagt, mein Kopf habe ich mich dazu entschieden abzulegen, weil dieses ganze Wirrwarr, was hier ist, ich höre jetzt hier auf mein Herz. Und mein Herz ist zwar immer noch ein bisschen Misstrauen dann auch da, aber hier, das ist übrigens keine Partnerin, ne? Also das scheint, das kann Tante, Onkel sein, das kann Cousine, Cousin, Bruder, Schwester, ne? Sowas in der Richtung. Das ist hier auf jeden Fall familiär, weil Familie, sage ich definitiv, weil hier nämlich auch eine Veränderung ist. Und jetzt gehen wir hier in den schönen Bereich, was dein Wunschpartner dir sagen möchte. Hier, die Blockaden sind schon noch ein kleines Stück, aber dein Wunschpartner fühlt sich, ja, wie soll ich sagen, bereit dafür, mit dir hier eine Verbindung einzugehen. Also hier weiterzukommen, diese Veränderung. Na? Und wir haben jetzt wieder diese Legung da. Wir hatten die doch jetzt erst, war das am Wochenende? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall vor einigen Tagen gehabt, dass hier keiner von euch beiden hier so richtig aus dem Käse kommt. Ja, dein Wunschpartner wartet hier drauf, dass du dich bei ihm meldest, hier diese Veränderung machst, ne? Und du wartest aber hier auch wieder drauf, dass sich dein Gegenüber, dein Wunschpartner bei dir meldet, ne? Beziehungsweise melden einfach, ja. Hinweise geben, irgendwas, dass hier was in die Gänge kommt, irgendwas in Bewegung kommt, weil dein Wunschpartner möchte dir nämlich hier sagen, dass du zu seinem Glück, also die Vollendung zum Glück bist, ne? Du bist ein großes Geschenk und dein Wunschpartner sieht die Verbindung mit dir und diese Tiefe auch, diese Tiefe, diese Treue, das Ehrliche, das Feste, ne? Und hier ist dein Wunschpartner auf dem Weg, der übrigens ein absoluter Kopfmensch ist, das ich hier sehe. Und ja, aber sich sehr, sehr gut sortiert hat und jetzt wirklich seinem Ruf, dem Ruf seines Herzens hier auch folgt. Natürlich ist hier noch so ein bisschen Hindernisse, die von außen jetzt hier noch mitgegeben werden, wo dein Wunschpartner dein Gegenüber aber sagt, nee, habe ich jetzt hier mal gar keinen Bock mehr drauf, ne? Immer dieser Einfluss von außen, dieser ganze Trouble, kotzt ihn tierisch an. Und er sagt, nein, ich höre jetzt auf mein Herz. Mein Herz, möchte er dir sagen, sein Herz führt ihn zu dir. Ne? Und hier die Verbindung. Ich sage nicht, dass es jetzt noch was komplett hundertprozentiges ist, ne? Weil dein Gegenüber ziemlich, wie gesagt, dieses Misstrauen auch noch ist. Ist es richtig, ist es falsch? Und ich weiß nicht. Aber hier, er ist ein Denker, ne? Ein absoluter Denker, aber hier so deutlich, wie es mir da liegt, möchte dein Gegenüber nämlich mit dir hier was Festes eingehen, ne? Und nicht nur hier es rein auf eine Affäre belaufen lassen. Das kann ich euch ganz klar sagen. Und ja, hier ist die Veränderung. Natürlich ist es auch in seinem Umfeld familiär auch eine Veränderung, ne? Weil er dann praktisch ein Familienmitglied,
Ja, das, du gehörst ja dann zur Familie mit dazu, ne? Und da ist natürlich dann eine Veränderung da. Aber hier ist auch wirklich diese, ich habe hier alles geballt mit dabei. Ich habe die Festigung von eurer Verbindung und das ist das, was deinem Gegenüber hier im Kopf vor sich geht, ne? Dein Gegenüber möchte dir sagen, in seinem Kopf ist er mit dir, möchte er den Weg gemeinsam mit dir gehen, also einen gemeinsamen Weg mit dir. Ist aber hier einfach, ja, dieses Zurückhaltende. Also irgendwas scheint es hier da zwischen euch gegeben zu haben, wo einfach so eine Hemmschwelle noch drin ist. Und das ist aber das, was dein Gegenüber dir sagen möchte. Er versucht jetzt hier wirklich diese Hemmschwelle, ja, über seinen Schatten zu springen. Und gedanklich ist er komplett bei dir, die Verbindung mit dir und dieses Tiefe, dass der Kreis sich zwischen euch schließt. Das hier wirklich, weil ich habe die Geborgenheit, ich habe die Harmonie. Das ist in seinen Gedanken. Du bist in seinen Gedanken. Ne? Also es ist eine ganz deutliche, klare Legung, was in dem Kopf von deinem Herzenmenschen vor sich geht. Und vor allem hat er oder sie jetzt auch erkannt, und aber die Ängste sind trotzdem noch so ein bisschen da, ne? Dieses, wie ist es bei dir? Und das ist auch diese Hemmschwelle, ne? Ja, bekommt er oder sie jetzt hier von dir eine Zurückweisung, ne? Und da ist es einfach dieses, ja, sich trauen, den Mut zu fassen, weil gedanklich, also hier in seinem Inneren, weiß er ganz genau, wo sein Weg hinführt, zu dir. Und ja, so spielt es sich hier in seinen Gedanken ab. Da ist er hier absolut in Love, ne? Also hier ist wirklich komplett bei ihm in seinem Inneren, Love is in the air. Und das ist eigentlich wunderschön, wenn hier diese eine Hemmschwelle noch nicht wäre. Ja, wie gesagt, hier von außen lässt er sich auch oder sie sich nicht mehr reinreden. Na, weil hier hat er auch festgestellt, hier ist so viel Unehrlichkeit, hier ist so viel Falschheit auch mit dem Spiel und kein Bock mehr drauf. Na, also richtig den Mund voll. Ich wollte das andere Wort jetzt nicht sagen. Ja, aber hier, wie gesagt, das ist es und eine wunderschöne Legung. Na? Aber ja, wir haben es hier natürlich in seinen Gefühlen, in seinen Gedanken. Ne? Und dieses Gedankenchaos, wie gesagt, hier abgelegt, das ist beendet, das ist abgelöst. Es fehlt noch so ein ganz kleines Stückchen. Ne? Aber in den Gedanken sollten auch mal in die Tat umgehen. Und aber in seinen Gedanken, wie gesagt, da seid ihr absolut, ja, da bist du ganz, ganz fest bei ihm. Und hier ist auch die Sehnsucht sehr stark nach dir und dieses Vermissen. Ne? Ja, meine Lieben, es ist jetzt hier wieder etwas verzwickter. Wer von euch beiden geht auf den anderen zu? Das ist hier die Frage. Ich weiß, wir hatten die Legung erst gehabt. Wir hatten sie. Ach, ihr Lieben, ja, da würde ich sagen, hör wirklich auf dein Bauchgefühl. Hör auf dein Bauchgefühl und folge deiner Intuition. Ne? Und wenn, ganz ehrlich, lange drüber nachzudenken, mache ich's nicht. Wenn du weißt, wo dein Herz hingeht. Ich hatte heute zum Beispiel auch ein Reading gehabt und da habe ich auch den Ratschlag gegeben, im Endeffekt, du hast nichts zu verlieren, außer alles zu zerdenken und das geht dann alles wirklich, Zeit ist so kostbar und so wertvoll. Und es ist eigentlich dann im Endeffekt darauf zu warten, naja, was könnte er dann jetzt und wie könnte das ausgehen und wenn ich doch und was denkt er dann? Das ist Quatsch. Wenn ihr in dieser Situation seid, wenn ihr mit dieser Legung hier in Resonanz gehen könnt, dann geht einfach, dann macht es. Meldet euch, ne? Oder geht einen Schritt zu, egal ob männlich oder weiblich. Weil hier, es ist so, du kannst nur an Erfahrung gewinnen. Weil sonst bist du endlos in dieser Endlosschleife drin und kommst nicht weiter. Und bist vielleicht auch noch gefangen von der Angst. Und wenn die Angst dich gefangen hat, dann ist der Stillstand. Angst ist gleich Stillstand. Da ist kein Weiterkommen. Ne? Und das Leben, wir wissen alle nicht, wie lange wir hier noch auf dieser Erde sind und dieser Dimension. Also von daher, nimm das jetzt und mach es. Weil auch wenn du einen Korb bekommst, dann ist es so, okay, dann soll es eben nicht so sein. Aber du weißt für dich, dass du abschließen kannst. Na, aber Klarheit, es ist so wichtig. Und auch wenn offene Gespräche sind, einfach so diesen Mut zusammennehmen und sagen, komm, okay, wir unterhalten uns jetzt, damit wir hier eine klare Linie reinbekommen. Na, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben.
Ja, jetzt möchte ich euch noch, ich habe euch ja gestern auch schon davon erzählt, ich habe die ganz tollen Karten von der Martina Trempin, Herzen hopsen. Und das sind diese Wunderfünkchen für jeden Tag. Und da möchte ich euch jetzt wieder, ich finde die auch zuckersüß, möchte ich euch jetzt wieder gerade, weil das passt, Herzen hopsen, passt zu dieser Legung. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was darf ich für Karte jetzt noch fällt, die vielleicht noch dazu passt. Okay, gut, ihr Lieben, dann schauen wir doch mal rein. Oh, andersrum, ne? Okay. Ach, wie süß. Je mehr du dich der Liebe anvertraust und je weiter du dein Herz öffnest, umso leichter bist du. Und umgekehrt. Na, aber ist doch ganz klar, schau mal, das passt doch hier perfekt dazu. Und vertrau dich der Liebe an und öffne dein Herz. Hier, schaut mal, zuckersüß. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch, ich habe bloß ein Riesenchaos mit den Karten hier zusammengebracht. Mache ich später. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Genießt den Tag, genießt die Wärme, die Sonne. Und auch wenn es bei dem einen oder anderen regnet, macht auch nichts, kann man sich trotzdem richtig toll gemütlich zu Hause machen. Ne? Regen ist ja auch was Schönes. Also, dann rutscht gut ins Wochenende rein, ihr Lieben. Und ich freue mich, wenn ihr morgen alle wieder mit dabei seid. Und jeder, der hier neu dabei ist und neu mit zusieht, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke, dass es euch alle gibt. Danke für euer Sein. Also, ihr Lieben, bis morgen. Tschüss.